Mein Name ist Jöran Moos-Meerholz. Ich habe einen Artikel geschrieben zusammen mit Nele Hirsch und Lambert Heller. In dem Artikel geht es darum, wie man Folien, also Präsentationen, am besten als OER herstellen und verbreiten kann. Bei Präsentationsfolien handelt es sich vielleicht um das unterschätzteste Format, was OER angeht, weil zwei Dinge bei Folien ganz typisch sind. Das eine ist das Remixen. Man fängt bei Folien nicht immer von Null an, sondern man stellt Folien neu zusammen, zieht sich was dazu, wirft was raus, ändert was im Text oder auf der Bildebene. Das heißt, dieser Remix ist quasi in der DNA von Folien schon verankert. Der zweite Punkt ist das Teilen. Bei Folien ist es relativ üblich, dass man Folien weitergibt oder umgekehrt auf Folien von anderen Menschen aufbaut. Die Frage nach dem idealen Format für Folien als OER ist gar nicht leicht zu beantworten. Ein Beispiel: PowerPoint mag vielleicht nicht formal das offenste Format sein, aber in der Praxis setzt es vielleicht die niedrigsten Hürden für die Weiterverwendung. Wir haben deswegen im Artikel eine Pro- und Kontraliste aufgestellt mit verschiedenen Tools und Services und deren Eigenschaften für Offenheit. Außerdem stellen wir in einem ausführlichen Exkurs KodiMD vor, ein besonderes und besonders offenes Tool für Folien. Bei der Lizenzierung von Folien als OER muss man zwei Dinge besonders im Blick haben. Das eine ist das Zitatrecht, dadurch ist eher etwas mehr möglich. Das andere ist die Kombinierbarkeit von Lizenzen. Umgangssprachlich gesagt, die Share-Alike-Auflage nervt sehr schnell, wenn man mit Folien arbeitet. Aber Lösungsansätze und mehr dazu steht im Artikel.